jetzt auf? Ich weiß nicht. Sind da auf? Ja, echt schon. Auch hier. Ah, sind auf. Super, das hat es gut aufgenommen. Okay, insofern sind wir starten gleich. Okay, okay. Hallo, herzlich willkommen zu Game Races. Wir sind hier bei einem Spiel, das nennt sich The Binding of Isaac. Das kennen, denke ich, auch schon relativ viele. Ist schon sehr stark ausgerutscht. Wieder dabei ist der Stormbreaker. Naja, hallo, ne? Alles gut. Was wir heute machen werden, ist, wir werden The Binding of Isaac spielen. Wir haben uns vorhin überlegt, dass wir die ersten vier Ebenen des Spiels machen wollen. Wir haben beide das DLC und wir werden dabei beide Isaac benutzen. Wer die ersten, ganz genau. Wer die ersten vier Ebenen zuerst schafft, hat gewonnen. Wenn man stirbt, muss man wieder von vorne anfangen. Das heißt, vom Startscreen wieder weitermachen. Man hat dann nach wie vor noch die Möglichkeit zu gewinnen, wenn der andere Ebene auch noch stirbt. Wäre auch toll, aber es vermindert halt. Also wer halt als erstes nach die vier Ebenen schafft, das ist halt gewonnen dann. Ja, schon gut. Also es müsste allen klar sein, hoffe ich. Auch den allerdümmsten. Stimmt, genau. Die Bestrafung, die wir hier in diesem Falle haben, ist... Ich habe eine gute. Okay, sag mal. Ich wäre dafür, dass wir The Dance of the Madhouse singen. Oh ja, das ist genau mein Ding. Das habe ich heute in der Schule gemacht. Ja, aber die englische oder deutsche Version? Also, ich wäre für die deutsche. Ja, die englische wird vielleicht ein bisschen schwer mit Fast oder sowas. Okay, machen wir die deutsche. Also, einmal The Dance of the Madhouse auf Deutsch singen dann. Okay. Mach den Verlierer. Die Sache ist, ja. Ich habe keinen Ahnung, wer gewinnen wird. Ich auch nicht, das ist... Ich weiß nicht, ob er sauber übertrieben gut ist oder ob er total scheiße ist. Ja, ich bin scheiße, das kann ich dir sagen. Ich bin auch scheiße. Ich habe insgesamt 102 Tore und 0 Mal im Kills. Ich kann auch mal kurz nachschauen. Ich kann auf... war das Starts gehen, gell? Ich habe 115 Tore, 0 Mal im Kills und 101 Kills. Wir sind ja genauso scheiße. Ich hatte das Epilog, aber ich habe noch nie Mom getötet irgendwie. Nee, egal. Okay, bist du bereit, kannst du draufklicken? Okay, also ist es auf Enter, oder? 3, 2, 1, go. So. Okay, oh Gott. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Gut. Oh, also, wie geht's mir nochmal? Okay, gut, ich hab's wieder. Okay, okay. Oh Gott, scheiße. Also, das ist nochmal rausfinden. Also, das ist so eine Sache. Was ist das? Spinnen? Die Frage ist jetzt halt, soll man sich beeilen oder soll man wirklich jeden Scheiß aufsammeln? Das ist so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Ja, kommt drauf an, ne? Man weiß ja nicht. Also, Glück kann einem schon. Oh Gott, ich hab schon Schaden bekommen. Mein Gott, bin ich schlecht. Ich nicht. Das ist schon gut. Okay, mein erstes Item ist... Oh, toll! Ich hab... Boom. Was ist das? Ich hab das Bomben, 11 Bomben. Was? Echt? Ich auch. Echt? Nein, oder? Doch, ich hab das Bomben-Item bekommen. Ich auch. Also, ich hab also eine Detonierungsbombe. Ich auch, das ist voll vergessen. Was macht denn die? Ich weiß nicht, was ist das für... Ach so, die tut Bomben, die du platzierst, sofort explodieren lassen. Ist ja cool. Ja, das ist super und so, aber... Das bringt jetzt nicht allzu viel. Das kann ich hier mal mit Bomben rumspammen. Das gefällt mir. Ich muss sagen, mir gefällt das ganze Item nicht so sehr. Oh, eine Pille. Juhu, Speeddown. Wobei ich eine Idee hatte, was ich mit dem Item machen könnte. Oh toll, der erste Boss ist eh eine Spinne. Habe ich noch nie besiegt. Ach, du bist bei dem Boss? Ja. Nein. Doch. Ich muss mich beeilen. Aber er ist so stark für mich. Auch in dem ersten Basement gibt es gar nichts mehr zu holen. Okay, gehen wir zum Boss. Geh weg! Oh nein, Monstro! Monster natürlich, das ist ein Monstro. Das ist so einfach. Ich krieg eine Spinne. Das ist schon einfach, das ist gut. Ah! Eine Bombe! Nein, komm doch, jetzt meine Bombe! Das Gute an den Bomben ist jetzt, die explodieren nur, wenn du auf denen stehst. Ach toll! Wenn du das drückst, meine ich jetzt. HP ab, juhu! Wow, okay, der ist fast tot. Sehr gut. Also, das ist sehr schön, dass du so schon so weit bist. Verdammt, ich drück das immer viel zu früh. Und ich habe keine Bomben mehr, nein. Was? Ich bin so schlecht. Stirb endlich. Oh, er ist tot. Das gefällt mir. Ich geh auch ein KP ab. Was ist das? Cursed Skull. Warum krieg ich ihn auch ein KP ab? Keine Ahnung. Wir kriegen alles irgendwie zugleich. Voll langweilig hier. Oh mein Gott, die Bombenkerle. Ihr sollt nicht explodieren. Juhu. Meine Güte. Also ich hab meinen Spaß gerade. Ja, ich eher nicht so. Ich werde sterben hier und dann hab ich verloren. Darf ich die Dance of the Manor sehen? Lust so groß wie Brontosaurus. Ich lebe wie ein totes Walross. Oh Gott. Das Schlimme ist, ich kenne den Text sogar halbwegs. Ich auch. Na, wobei, es ist nicht schlecht. Das ist eigentlich eher sogar gut. Irgendwo so ein bisschen.
Ja. Braucht man nicht extra viel lernen. Kann man halt einfach schon auch. Oh, cool. Odd Mushroom. Fire Rate Up. Das ist cool. Ich will aber wenig verlieren. Ich will nicht singen. Ich kann nicht singen. Also ich kann sehr, sehr gut singen, gerade solche perversen Songs. Ich brauche Schlüssel. Ich brauche Schlüssel. Okay. Ich brauche Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Bist du schon mein zweiter Boss? Ja. Was? Nein. Doch. Aber ich stelle mich echt blöd an. Weil das keine Ahnung, wer ist. Irgendein Typ mit einem Pferd. Ah, oh, der ist böse. Der macht viel zu viel Schaden. Pferd auf. Ah! Nein, ich verliere. Töte ihn. Nein, ich war von da. Bist du tot? Ja. Ja, ich kann noch gewinnen. Du siehst, es besteht die Chance, dass man stirbt. Also das ist jetzt nicht so in den Haaren herbeigezogen. Man kann schon sterben. Ja, gerade wenn wir beide sind, die spielen. Gut, jetzt kann ich mich ja mal ein bisschen Zeit lassen. Ja, das ist gut. Boah, das ist schlecht. Bettler, hau ab. Der Bettler ist doch cool. Der gibt manchmal voll die coolen Items. Aber ich habe keine Items. Und keine Münzen und sowas. Oh, jawohl, einen Schlüssel. Danke, danke, danke. Toll. Oh mein Gott. Schlecht. Was? Oh, der wirft Gegner aus. Warum wirfst du Gegner aus? Hör auf, Gegner zu werfen. Stirb. Das ist echt gut. Oh, toll, Larry Junior. Ja, der ist ja einfach. Mensch. Okay, volle Energie, Bomben, 3 Stück, Schlüssel. Hoffentlich kriege ich noch ein gutes Item. Ich hoffe, ich habe einen zweiten Boss. Ich bin gespannt, was kommt. Nebenbei bin ich jetzt mal hoffentlich gespannt, dass auch alle Aufnahmedinger jetzt mal funktionieren. Bisher ja, ich bei mir auch, weil ich ja jetzt gerade das erste Mal mit X-Bed aufnehme. Die Sache ist halt, die letzten Male bei jedem Game Races hat irgendwie Jeff been blessed. Was heißt das? Keine Ahnung, was das heißt. Bei den letzten paar Aufnahmen hat halt immer der Timer irgendwie nicht richtig aufgenommen, wegen diesem dummen Debüt-Video-Capture, auf der weil ich nichts Besseres finde halt. Ich brauche halt Sachen mit Hotkeys. Na egal. Gut, also dann gehe ich mit zur Zeit Boss, ich bin geblässt worden. Boah, Larry, braucht jetzt so viel Zeit. Ja, das ist so schön einfach. Was denn? Was ist jetzt schon wieder? Ich habe so einen schönen einfachen Gegner. Wähl dir das mal. Der Kerl mit dem Fliegen, der mit dem Mund. Oh, komm, Mann. Dog ja, er ist tot. Was? Das Bomben-Item ist sau praktisch. Alter, das ist unfair. Ey, ah, ja, ist alles verschlüsselt. Was krieg ich denn da? Help up. Cool, das hatte ich noch nicht. Standzellen. Oh Mann. Hatte ich irgendeinen Knopf auf. Nee, ich wollte gerade schon sagen, hatte ich irgendwas auf Leertaste? Ich glaube, war nicht gut. Ah, nein, keine Gegner. Geht weg. Geh weg, du machst mir Schaden. Geh weg. Ich bereite mich jetzt schon mal vor. Nein, du wirst nicht singen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Nein, da war schon. Stirb! Mensch, das ist keiner. Gott. Oh, das ist dann eine Feder. Crack the Sky. Ich mag Crack. Du magst Crack? Ja, ich habe hier so ein tolles Feder-Item bekommen. Ja, das musst du auch mögen. Das musst du auch rauchen, wenn du das Lied singst. Deshalb brauche ich noch Crack. Och, Fresh. Der Bombenboss. Telepilz? Oh nein, keine Telepilz. Die sind echt gut. Das sind meine besten Freunde. Meine Güte, habe ich gerade Skill gehabt. Naja, wahrscheinlich würden sie jetzt die Leute, die sowieso jeden Tag Binding of Isaac spielen und das sowieso können, den Arsch ablachen, wie wir hier spielen. Ja, gerade wenn ich das hier sehe. Also wenn die meinen Gameplay hier sehen, das ist ja peinlich. Ich bin peinlich. Ich bin jetzt im dritten Ich bin Ding, peinlich. Ich habe verloren beim zweiten Boss. Ja, du hast doch nicht verloren. Du kannst doch gewinnen. Also, Oh komm. Ich habe alle Räume durchsucht. Nur meinen Boss gefunden. Das ist schlimm. Das Schlimme ist, ab der dritten Ebene kann doch dieser komische, riesige Fleischhaufen kommen. Ja, oh nein, nicht der. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, den Boss hasse ich. Ich schaff den einfach nie. Ich hasse doch nicht alle Bosse außer Monstro, aber egal. Nonne Cherry, den finde ich toll. Ja, der ist auch schwer. Wenn man sich so anstellt wie ich. Oh cool, der hat irgendjemanden Geheimraum freigebombt. Ist ja cool. Ich habe keine Bomben mehr, wir haben Augen gefunden. Was bringt das? Oh, das macht große Bomben. Toll, noch mehr Bomben. Also ne, große Wasseraugen. Dings Monstro! Da. Im zweiten Basement! Was? Monstro! Sau unfair. Ich hab grad ein sau gutes Ding gefunden. Aber mir fehlt eine Bombe. Ich brauch eine Bombe. Okay. Na, da gibt's so ein mehrere Gegnerraube. Den will ich mal lieber nicht machen. Ich lass das mal aus. Okay, dieses Crack des Geistes sind los. Jetzt können wir ein paar Lichtschatten holen. Wo ist denn der Boss? Nein, wieso du? Geh weg! Du bist böse. Du hast zu viel Energie. Naja, du hast schwach. Ah, das ist das. Bitte. Was? Ein Herzchen? Toll. Ich kann meine Bombe nehmen. Ich will kein Herzchen, Bombe. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich will das nicht verlieren. Hab ich nicht Probleme. Ich will auch nicht verlieren, aber ich hab noch Zeit. Ich kann mir noch Zeit lassen. Oh, da ist der Teufel.
Soll ich mir das im Ernst? Ja, ich hole mir das einfach mal. Na, Damage up. Wo bin ich gerade hingegangen? Schlimm, ich hätte fast einen Fehler begangen. Aha, echt? Jetzt habe ich Damage up. Ja, super, jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Danke, Spiel, du bist so zart zu mir. Finde ich super. Bist du schon im dritten? Ja, gerade schon. Okay. Also so Cave 1, ne? Da bin ich auch gerade. Aber ich bin geblessed worden. Was heißt, was weiß es, wenn man geblessed wird? Ich bin gesegnet. Nicht. Super, ich bin gesegnet. Das bringt mir ja so viel, gesegnet zu sein. Ja, also ich habe jetzt Damage up, das ist sehr gut. Vom Teufel erhalten. Das sind 2 Herzen. Sehr riskant, ich weiß, aber ich mag's. Ich brauch so ein tolles Item. Das macht dich stärker. Was? Nee, oder? Was, nee, so ein riesiges, Wein. Du weinst halt mit einem riesigen, so einer riesigen. Ja, machst halt eine riesige Kugel, das ist halt sehr stark. Na toll. Es zieht halt schon einiges. Naja, super. Meine Güte, geht weg. Besser weggehen. Nein, der Gegner, der soll weggehen. Ich mag ihn nicht, der ist nicht nett. Ist böse. Jetzt. Ich krieg schon Schaden bei sowas. Auf zu Boss. Schlüssel. Ich hab Schlüssel gefunden. Soll ich es riskieren? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich könnte die Truhe öffnen gehen. Aber will ich das? Ja, mal, das willst du wirklich. Ich habe zwei Schlüssel. Ich kann es riskieren, komm. Ich kann es riskieren. Auf geht's, schnell. Da kannst du, riskier es ruhig. Sarah ist halt, die in solchen gelben Truhen können immer was wie Health up sein oder sowas. Aha, das kann man gut brauchen. Das könnte aber nur. Ja, man wird es gut brauchen können, komm. Schlüssel, Energie, das ist gut, eine Bombe, okay, das war, hat sich gelohnt. Bist du schon beim Boss? Ja, bin ich. Hast du gewonnen? Nö. Kämpfst du noch? Nö. Stirbst du gerade? Nein, ich lebe noch. Ich kämpfe. Was ist dein Boss überhaupt? Dieser komische, keine Ahnung, dieser Typ mit der Pisse. Okay, er besiegt. Oh, unfair. Ah, jawohl, sehr gut. Katakomben 2. Okay, wenn ich das nicht geschafft habe, hab ich gewonnen, oder? Ja. Okay, einfach beeilen! Ich hab beim Cave 1 einfach den goldenen Rauch ausgelassen. Wahrscheinlich war es jetzt an meinem Nachteil, aber egal. Oh, lass eine Pille einfach mal holen. Komm, stirb! Er war tot! Telepilz, oh cool, was ist das denn? Das bringt nichts, glaub mir. Sehr schön. Scheiße, jetzt hab ich aus den Kampf begonnen. Payment, wow, ich krieg Geld. Toll, Geld. Auf geht's zum nächsten Boss, ich darf keine Zeit verlieren. Ah, ich hab Zeit verloren, weil ich so einen Kampf in der Arena gemacht habe. Zu sehen. Für ein paar Münzen. Das ist nicht sehr sinnvoll. Ah! Verdammt! Was verdammt? Nichts ist verdammt. Alles ist gut. Alles ist verdammt. Ah, Bombe! Keine Bombe. Ich will den Boss finden! Ich will doch nur zum Boss! Ich hoffe, du verlierst da. Das wäre zu lustig. Hä? Wie hab ich gerade. Achso. Keine Ahnung. Alter, was ist das für Gegner? Sie sind stark und langsam. Pille solche Wenden? Ja, warum nicht? Hey, Boss of Steel. Nee, da. Auf zum Boss, schnell, ich muss ihn finden. Wenn ich ihn finde, habe ich gewonnen. Gut, rein theoretisch. Naja, klar. Ey, ich habe super Items. Ich habe relativ viele Chancen darauf, es zu gewinnen. Okay, ich habe 2 Herzen, aber ich hab den Boss gefunden. Potion Damage. Boah, komm, du hast viel zu gute Items. Ja, also Glück habe ich heute, das ist gut. Ja, ich habe Pech. Rein stupides Pech. Ich habe so einen kleinen Boss bekommen, den ich nicht besiegen kann, weil ich zu schlecht bin. Okay, was ist das? Tick. Echt, ich riskiere es. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Health Ups und sowas. Das könnte jetzt mein Untergang sein. Nein, ich hoffe, ich komme demnächst noch unter Boss. Hör mir schon mal drauf vor. Lazarus wie Brontosaurus, Liebe wie ein totes Virus. Wahre Liebe ist kein Trugbild, hart und fest bist du verriegelt. Steig auf mein treues Gestüt, oder dieser Samenblüten. Nimm ich ganz mit Herz und Zepter, so mein Schöpfer will das so. Boah, nein! Ich darf nicht hier sterben! Ich darf nicht, nein, das darf nicht sein. Du hast da noch Chancen, also, das ist nicht aus. Nee, ich bin fast am Sterben, ich bin mit einem halben Herz, weil ich überhaupt nicht kapiere. Oh nein!
Kapiert? Ich bin jetzt hoffentlich bald beim Boss, der lässt sich nicht blicken. Oh. Ah, hey. Gut, kann ich mir Zeit lassen, das ist gut. Nein, schade. Schade, den ist böse, ey. Scharf, wo ist der Boss? Rechts? Nein, ich. Kein Boss. Das ist nicht gut. Das ist gut. Nein! Ich hab viel Glück heute in dem Spiel da. Lemon Mishap, toll. Pisse. Super, das bringt er so. Ich kaufe Brot pinkeln und dabei nichts. Jawoll! Auf geht's. Hopp, wo ist der Boss da? Nein! Ah, das ist der Boss, super. Gefunden. Bitte sei hart, bitte, bitte lass sie verlieren. Bitte, 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 nix bitte, ey, ich werd gewinnt. Bitte, 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 bitte. Ich bin noch nicht drin, ich muss kurz mal Gegner ausloten. Dann geh auf zum Boss. Was ist es? Nein, warum du? Wer ist es? Es ist der Böse. Ach echt? Der große Fleischhaufen. Ach cool, ich mach den. Den hab ich noch nie besiegt. Okay. Also viel Spaß, ne? Na komm! Besieg ihn, bitte. Na auf geht's, komm, 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 hau drauf, ich sag, du kannst das doch. Oh nein, ich hör mich jetzt schon im Inneren Manowar singen. Na komm, Hälfte Energie hat er noch, das schaff ich, hab. Schneller schieß mal ein bisschen flotter, hab, ey. Verdammt, noch 3 Herzen. Das schaffe ich, hopp. Ja, dann hopp, das geht, das klappt, das kann gehen. Komm, nimm mal lang, das geht. Ja, gut, komm, klein geht dann noch. Na scheiße. Das schaffe ich, komm, wenn ich so sterbe, bin ich schlecht. Und geschafft. Na toll. Wir können aber sagen, ich will noch in die nächste Ebene. Okay, also auf die nächste Ebene und stopp. Ja, das Time is legend. So, ich bin fertig. Okay. Darf ich jetzt auch stoppen? Willst du nicht weitermachen? Nein, das ist so traurig, was ich gerade passiert. Ich mach mal kurz hier Escape, passiert hoffentlich nichts, ne, das bald noch auf. Also du bist fertig jetzt. Ich bin in Basement 2 bei meinem Monstro. Lauf mal noch ein bisschen rum. Ich besieg mal Monstro eben. Spiel aber, solange wir noch reden, okay? Okay. Also, das war dann Games Ways ist irgendwas, ich muss gucken, was für eine Zahl das war. Der Stormbreaker hast schon wieder verloren. Ich fordere dich gleich nochmal heraus zu irgendwas. Okay. Dann werde ich gewinnen. Du wirst leiden. Okay. Du wirst leiden. Also, er singt Dance of the Mad, oder hat jetzt noch was zu tun. Ah. Wieder in dem... Leute, meldet euch nicht aus bei PM mit dem. Lasst jemand anderen den Dreck machen. Macht euch nicht lächerlich, wenn ihr verliert und Die Video Capture. Ach, was sage ich da? Ich meine, also das wird wieder in die Videobeschreibung gemacht. Dann noch als Videoantwort. Dazu zwinge ich ihn und dann wird das noch auf YouTube verteilt, also per Polaton. Wird geliked, favorisiert, kommentiert. Und dann seht ihr das ja alle. Dance of the Man of Unbuffled, also das ist Kunst, das ist echt. Ich habe aber nicht die Hintergrundmusik. Es ist ja nicht so schlimm, das kann man sich ja holen. Ich brauch die aber. Ey, dann hol sie dir, sag ich ja. Ja, wie denn? Da muss ich Sexual Lobster anschreiben. Wir finden einen Weg, okay? Okay. Also dann, das war's für die Gameways, ist nur so und so. Also dann, ja. Arrivederci, bis zum nächsten Mal. Arrivederci, bis zum nächsten Mal.